Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderel. Heute auf dem Weg nach, wie hieß es? Silberhain. Aber vorher gestartet, jeden Tag wie der letzte. Ernsthaft? Ich bin jetzt am Arsch der Welt, Mann. Komm jetzt bestimmt nicht zurück. Dann kannst du knicken. Wir werden aber nochmal zurückkehren und mit ihm sprechen. Ich werde jetzt den ganzen Scheiß nicht auf mich nehmen. Oh, hier ist eine Tür. Ist hier vielleicht der gefallene Turm? Wir suchen derzeit einen gefallenen Turm, weil da irgendwas sein soll. Bist du ein Gegner? Ah, du bist ein Gegner. Du bist so ein komisches Rindvieh, ne? Ja. Wie umgefallen ist, wie so ein nasser Sack. Finde ich gut. Aber einen umgefallenen Turm sehe ich hier noch lange nicht. Den einzigen Turm, den wir gesehen haben, der ist jetzt nicht mehr auf dem Bildfläche. Das ist ja komisch. Ach, so ein scheiß Viech. Bezieh dich, du bist nicht gezähmt. Das tut er auch jetzt auch noch. So. Da ist der Turm irgendwo. Gab es vielleicht damals hier eine Verbindung? Vielleicht werden wir es noch erfahren. Ihr seht mir nicht wirklich nett aus. In den Rücken. So, kümmern wir uns um den anderen Scheiß, der jetzt gerade nach ihrem Freund guckt. Oh, das ist ja einer umgefallen. Wir sollten da definitiv hingehen. Das ist genauso, als wenn da... bei euch irgendwo in der Stadt ein Sniper ist und dann statt ihr panisch wegrennt, nein, rennt ihr dahin, wo die Leiche liegt, weil ihr gucken möchtet, was da passiert ist. Immer diese Cheater. Oh, greif ich den halt an. What? Was für eine Range. Komische Leute. Könnte ich hier eigentlich hochkommen? Ich suche hier immer gerne nach Abkürzung. Bin der Abkürzungsmeister. Und der Hochbackmeister. Beides auf einmal. Ah, nee, nee. Meine Erfahrung sagt mir, dass dies nichts wird. Oh, eine fette Spinne. Mit Baby. WTF? Okay, ich wurde ge-one-hitted. Ist vollkommen in Ordnung, ist völlig legitim, ge-one-hitted zu werden. Jo, da stehe ich ja fast schon drauf. Das war jetzt geil, gleich noch eine Runde.
So, Mrs. Spinne, auf ein neues. Heute wirst du mal richtig. Folgende Wörter sollte ich lieber zensieren. Metallismus und eine Truhe. So, Assassinschuhe. Ja, ne, brauche ich alles nicht. So, Madame Spinne. Hier bin ich. Jag dir jetzt einen Stachel rein. Scheiße. Hab sie nicht getroffen. Auf zu cheaten! Ja! Ja! Tod und Verderben! Au! Und Sniper! Eine Sniper-Spinne, ich dreh durch! Scheiß Spinnenkönigin, das ist die zweite, die wir bisher getroffen haben, ne? Das ist schon die zweite. Madame Spinne. Ist das nicht die Hütte von Jasper? Ich glaube schon, ne? Vorsichtshalber speichern wir hier ab, denn ich will nicht nochmal gegen die Spinne kämpfen. So, da haben wir eine Mine, da haben wir eine Ruine. Sollte die Mine auf unserem Weg sein, werde ich sie definitiv mitnehmen. Aha! Löwen! Ich sehe euch doch, ihr kleinen Schmackos. So. Ah, das sind noch mehr. Ach du Gorilla, ist klar. Alter, bist du groß? Puh. Aber einer ist da noch. Irgendwas hängt da noch rum. Noch so ein alter Gorilla, ja. Guckt sie euch an, diese Cheater, wie sie immer ausweichen. Ich dreh durch. Zack. Weg ist er. Übrigens, mit dem derzeitigen Stand der Dinge werde ich nur noch die Main-Quest machen. Von Enderel. Weil ich gemerkt habe, dass langsam mal die Klicks und so weiter runtergehen. Ich mal, hat ja keinen Sinn, wenn ich irgendwas die ganze Zeit spiele. Und dann auch noch versuche, erkunden zu gehen, wenn er sich das keiner anguckt. Es sei denn, ihr meldet euch nochmal zu Wort und sagt, Zero, bitte, bitte erkunde. Dann mache ich das natürlich. Aber ansonsten, der allzeitige Stand der Dinge, danach ist es beendet. Freund oder Feind? Freund offensichtlich, oder? Hallo? Was, wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Okay. Wie krank war der denn? Der hat einfach rohes Fleisch gefressen. Das muss der rote Wahnsinn gewesen sein. So, ich möchte in diesen Tempel bitte. Lass mich durch. Wie komme ich da hin? Was zum... Ich wollte in den Tempel. Ein Steinschlag. Du! Willst du den Tod deiner Freunde rächen, ja? Ha! Ich hab dich entlarvt. Was zum Teufel war das jetzt? Genau, ich geh jetzt einfach hier rein. Weiß nicht ganz genau, was das war. Alt Jogosch entdeckt. Und eine Eispranke. Ja. Nicely done. Gehen wir mal rein.
Als Sternenfall bezeichnen Gelehrte den gigantischen Meteoriteneinschlag, der im Jahr Null den irrtümlichen Kontinent Pandora abspaltete. Die dadurch entstandenen Kontinente und Inseln bezeichneten man als Wüten. So, wo genau sind wir jetzt hier? Und was werden wir hier finden? Magier? Bugs? Illuminaten? Daran erinnere ich mich noch aus Skyrim, dass man hier durch konnte. Vermute mal, dass es eine Art Schleichweg ist. Wollte ich nicht das Spiel neu starten, nachdem ich bemerkt habe, dass es rumbuggt? Glaube ja. Meinst du damit die Spinne? Na, immerhin freut sich jemand über meine Assassinenkünste. Dietriche, jawohl. Unsichtbarkeitstrank, Zauberbuch, Totenhauch. Ein Sog aus dunkler Macht, der 41 Punkte Entropie-Schaden verursacht, euch allerdings ebenfalls Lebensenergie kostet. Das finde ich ja nicht so nett. Ah, hier backt alles jetzt rum. Der Sound backt rum. Gegenstände backen rum. Gesundheit. Oh, das war also der Schleichweg, ja? Nur woran habe ich mich vorbeigeschlichen? An dir? Söldner. Söldner, die Stadtwachen umgebracht haben. Ordenshüter umgebracht. Wieso? Ordenshüter? Hattest du nicht gerade noch Geld dabei? Ja, wow, der Wahnsinn, also. Sie hat sich tatsächlich einen Keks gefreut, dass die Spinne gestorben ist, also. Nice. Warum war hier ein Ordenshüter? Ich habe so das Gefühl, dass das hier fast schon zur Mainquest gehört. Was hat es damit auf sich? Wo kommt hier Schweine her? Und was macht der Ordenshüter hier? Warum ist hier alles so verwinkelt? Shit. Auf sie! Shit. 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 Stirb halt! Okay, wenn wir gesehen werden, ist das nicht so schön, ne? Aber das war uns ja vorher auch schon klar, ne? Ziehen wir uns erstmal eine Banane rein. Da stehe ich drauf. Eterner Helm. Na ja, gut. Gebratene Ziegenkeule. Kann ich gut gebrauchen. Wegstreuner. Na ja, gut. Wenn ich hier jetzt durchgehe, alles platt mache und dann lebt nachher alles wieder. Na ja, Brustmahlzeit, ey. Aber wenn dann alles tot ist, dann war das gar nicht mehr so schlecht. Was ist denn das hier? Ach, da ist ja noch jemand. Genau. Guck da hinten, wo die Pfeile herkommen. Nicht genau der richtige Weg. Noch mehr Ordenshüter, die gefallen sind. Warum? Ach, Söldner! Das sind doch bestimmt die. Na, die Krieger von unserem Feind. Und du bist wer? Ich wollte mit dir quatschen! Du sahst so freundlich aus von denen. Tut mir leid. Arsch. Ein leeres Pergament. Klasse. So, Tintenfass, toll. War doch leer.
Wow. Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Was ist das? Leuchtende Pilze? Okay. Ist einfach so ein leuchtender Pilz an der Ecke. Huch. Das habe ich eigentlich nicht gesucht, aber danke. Was sind das für Geräusche? Das ist ja seltsam. Ja, ein bisschen hatte ich was mit Angst zu tun, aber hieß ja nichts. Okay, aber solange ich keine Truhe gefunden habe, denke ich nicht, dass hier das Ende ist. Die kleine Ratte ist das gewesen, die die Geräusche verursacht. Pfui! Alter, du bist schwerer zu treffen als sonst was, ne? Ja, endlich Ruhe. Ja, Treppe hochgehen, Madame. Das kriegst du ja wohl auch noch hin. 50.000 Menschen kann sie töten, weißt du, aber keine Treppe hochgehen. Das ist echt verblüffend. Warte mal, was war da passiert? Ist der etwa betrunken? Ist der einfach so umgefallen? Solltest dahin gucken, wo der Pfeil ist. Ganz genau. Nein. Doch, doch, und dein Hut bring ich auch um. Okay. Hast du nochmal Glück gehabt, Huhn? Wo auch immer es hier lang geht. Alter, ich wollte den Stein haben. Lieber so eine scheiß Holzschüssel. Ich kann hier nicht schlafen. Mann, warum nicht? Ich habe Leben verloren. Könntet ihr mir ruhig ein bisschen Leben geben? Ein Schrank mit alte Kristallmünze. 190 insgesamt wert. Cool. Nehme ich. Sorry, Bro, aber... Es zum... Hey! Auf mit dem Scheiß! Wieso? Ich habe noch mehr Leben verloren! Ich habe gedacht, die haben einfach nur die Leiche durchbohrt. Einfach, weil die die Leiche nicht mögen. Keine Ahnung. Keiner mag Leichen. Mögt ihr Leichen? Ich nicht. Kann ich verstehen, warum sie ihn zertöten wollen. Na gut, das Essen nehmen wir mit. Und schleichen wir uns hier weiter durch die Gegend. Aber Gen hat eigentlich keinen Einfluss mehr darauf, dass ich entdeckt werde. Wir haben hier zwei Türen und zwei Schalter für diesen Weg. Ist das... Okay. Dieser öffnet die zwei in der Mitte. Dieser öffnet den und schließt dafür den letzten. Ja, das war einfach. Ja, cool, danke für nichts. Oh, ein Bauteil eines alten Volkes. Das hat sich voll gelohnt, hierher zu kommen. WTF, was ist, das stimmt mit euch nicht. Was ist denn dieses scheiß Rätsel? Hier ist nichts. Das ist nicht mal was wert. Das ist einfach gar nichts, ist das. Ich will mich doch verarschen, oder? Oh, lass uns da ein fettes Rätsel hinbauen, das leicht zu lösen ist. Und dann verstecken wir dahinter gar nichts. Muhaha, die Spieler werden uns hassen. Zum. Wo bin ich? Objektbeschreibung eines Forschers. Wir haben die drei letzten Wochen benötigt, um den Gang zu diesen Räumen von Schutt freizuräumen. Die eiserne Gerätschaft war ein völlig unerwarteter Fund, der darauf hindeutet, dass Al-Yogosh eine Wasserversorgungsstätte für die trockenen Gebiete im Osten Enderels war. Wenn wir sie reaktivieren könnten, könnte sie Teil der Wüste in fruchtbares Ackerland verwandeln. Im Hauptraum befindet sich ein Schalter, der einen Mechanismus zu lösen scheint. Das Gerät zeigt weiterhin keine Funktion.
Gandor deutet an, dass ein ausschlaggebendes Teil in der Leitung fehlt. Es könnte sich in den noch unerschlossenen Rätselräumen in den Tiefen von Alt-Jogosch finden lassen. Wir werden diese Suche als nächstes angehen. Ach so. Alt-Jogosch. Um uns war das Zahnrad. Okay. Ach, jetzt plötzlich bist du da. Das ist ja unglaublich. Wo warst du vorher? Ratte. Mieses Drecksviech. Oh, eine P, immerhin. Okay, wir können das Ganze jetzt sogar reparieren. Tja, easy. Ertrinke, Ratte, ertrinke. Was machen wir jetzt? Können wir da oben rauskommen? Das Wasser steigt auf jeden Fall weiter und weiter. Wir kommen da oben raus. Und sonst müssen wir halt den ganzen Scheiß hier durchschwimmen. Oh, wir hätten jetzt alle ertränkt. Wie cool wäre denn das? Ah, ich sehe da einen Durchgang. Nach oben, bitte. Na, Ratte? Na, immerhin kannst du schwimmen. Sei froh drüber. Ich sterbe hier unter Wasser nicht mal. Kann das mal ein bisschen schneller gehen? Guckt euch die Ratte an. Die ist glücklich. Die muss nie wieder schwimmen. Na komm, ein Stück noch. Jetzt müsst ihr langsam aufhören, ne? So, du kannst jetzt langsam aufhören. Ich hoffe, du steigst nicht noch weiter. Was ist denn da jetzt hinter mir her? Das ist jetzt ein Fischi. Lol. Wie hätte ich den denn aufhalten sollen? Es ist zum... Keine Ahnung, irgendwo ist der Wasserpegel ein bisschen verbuggt. Da fließt das Wasser. Ich hab's geschafft. Ich habe die ganze Welt gerettet. Ach so. Ich habe... Wie war ich noch am Schleichen? Okay, ich hätte es sehen müssen, weil da ein Verbrannter ist, aber ich wollte zum Verbrannten gehen. Oh, ich wurde entdeckt. Bestimmt vom Fischi, ne? Ja, das ist bestimmt Fischi. Aber sicherheitshalber speichere ich nochmal, weil das Ganze dann doch ein bisschen zu lange gedauert hat, bis das Wasser oben war. 1 Milliarde verbrannte Leichen, cool. Bist du ein Banshee? Nein. Nichts für mich, schade. Gut, gehen wir weiter. Ich habe auf jeden Fall noch eine Person gesehen auf der Karte. Ernsthaft, als wenn da jemand freiwillig rübergeht auf so ein Podest, weißt du? Ja, Freunde, das war's auch schon für heute. Wir haben es geschafft, wir haben das Rätsel gelöst. Um Alt-Jogosch. Wir haben Wasser in die Wüste gebracht. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir waren heute sehr erfolgreich. Wir sehen uns morgen bei der Mainquest wieder und dann wird es spannend. Wer hat uns da einen Stein auf den Kopf gehammert? Bestimmt Mr. Ich bin völlig entstellt. Und dann werden wir mal mit ihm reden müssen, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.